Highway TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Themen. Good Morning Kapfenberg, eine Sitzung mit dem Projektbeirat. Starker Auftakt des neuen Stadt- und Kulturkinos Bruck. Eröffnung des neuen MVG-Reisebüros in Kapfenberg. Sommerschnee, ein Kindertheaterstück der Schirmitzer Theatergang. Gemeinsam für ein starkes Europa, eine Pressekonferenz mit Jörg Leichtfried. Vernissage von Wolfgang Peter Zottler im Kulturzentrum Kapfenberg. Vorstellung von Kapfenberg Goes Ökoprofit. WM-Testspiel im Franz-Fekete-Stadion, Iran trifft auf Weißrussland. Unsere Magazine. Zusammentrunk mit dem Steiner Franz. Heute Jodelweltmeister Robert Roskogler aus Krieglach. Und im Rockblock trifft Niki Brebasser auf Contact High. Interessantes und Aktuelles aus der Obersteiermark gibt es auch diesmal wieder zu sehen. Und damit sage ich herzlich willkommen bei Highway TV, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Good Morning Kapfenberg ist ein einzigartiges Projekt, und das nicht nur in unserer Region. Durch die neue Fassadengestaltung des Hochhauses am Frechener Platz bekommt die Stadt sogar das größte bemalte Wohnhaus Österreichs. Kapfenberg wird aber nicht nur nach außen hin schöner. Mit jedem einzelnen Projekt steigt auch die Lebensqualität in der Böhler Stadt. Wir waren bei einer Sitzung des Projektbeirats mit dabei. Good Morning Kapfenberg. Das Projekt zur Stadtverschönerung steckt voller Energie. Kleinere Projekte konnten bereits realisiert werden und somit ist Kapfenberg auf dem besten Weg, noch freundlicher und lebens- und liebenswerter zu werden. Aber wer steckt hinter diesen Ideen und vor allem, wer beschließt die Umsetzung? Der Projektbeirat setzt sich aus mehreren, vor allem aber unterschiedlichsten Interessensvertretern zusammen. In den einzelnen Sitzungen werden Projekte präsentiert und meistens sogar einstimmig beschlossen. Kapfenberg soll primär für die Menschen, die in der Stadt leben, schöner werden. Zur Umsetzung eines anderen Projekts, einer Skulptur direkt an der S6, war aber auch noch ein weiteres Kriterium maßgeblich. Ja, hier war maßgebend, dass man was schafft, was also die Leute, die Autofahrer oder Autofahrerinnen, die sehen, was ist das? Ja? Und wenn er schon nicht das erste Mal reinfährt nach Kapfenberg, so das zweite oder dritte Mal. Optimal wäre es natürlich, wenn er sagt, was, oh, das habe ich noch nie gesehen, und er bremst und fährt gleich nach Kapfenberg. Ja, und Kapfenberg wird immer sehenswerter. Das Hochhaus am Frechener Platz, das man auch als Eingang in die Innenstadt sehen kann, soll bunter werden. Vor einigen Wochen wurde ein Fassadenkonzept präsentiert. Nach einem Gespräch mit den Mietern konnte nun das Endergebnis im Projektbeirat vorgestellt werden. Der heutige Vorschlag, einerseits auf Bild gebracht, aber vor allem auch in Modellform dargelegt, spielt genau das, was wir uns gewünscht haben, wo wir uns eigentlich gar nicht vorstellen haben können, dass das so möglich ist. Also CD-Kreation hat sich wirklich bemüht, hier einen Vorschlag zu machen, der österreichweit Aufsehen erregen wird. Und es geht nicht darum, dass wir ein Hochhaus bemalen. Es geht darum, dass diese Stadt, hätte ich gesagt, sich im österreichischen Geschehen der Städte wieder in den Vordergrund stellen möchte. Und damit sollte ein großer Schritt in diese Richtung getan sein. Ein Haus mit zwei Fassaden. Kommt man in die Stadt, wird man von Musik empfangen. Verlässt man sie wieder, geht man hinaus in die Natur. Aber nicht nur die Wiener Straße wird bunt, auch am Hauptplatz zieht Farbe ein. Ein 3D-Bodenbild soll am Kollermann-Wallisch-Platz für Aufmerksamkeit sorgen. Good Morning Kapfenberg. Eine Stadt wird schöner und bunter und soll allen gefallen. Daher hat selbstverständlich auch die Jugend ihren Platz im Beirat. Meine Aufgabe ist eigentlich, die Meinung der Jugend ein bisschen einzubringen und natürlich auch die Interessen von den Studierenden in Kapfenberg ein bisschen zu vertreten. Haben Sie das Gefühl, dass das auch umgesetzt wird? Ja, ich bin eigentlich sehr erstaunt, dass ich ziemlich auf der gleichen Meinung bin wie die anderen, wie die Kollegen da. Also funktioniert sehr gut. Das sollte der Jugend auch Mut machen, sich für ihre Stadt und ihre Zukunft auch weiterhin zu engagieren. Denn was im Inneren der Bürger lebt, wird im Äußeren einer Stadt sichtbar. Good Morning Kapfenberg. Unsere Stadt will schöner werden. We'll be right back.
Up heißt es ab sofort im wiedereröffneten Brucker Stadtkino. Hier werden keine Blockbuster, sondern interessante, unterhaltsame Kulturfilme gezeigt. Einen fulminanten Start hat man mit der österreichweiten Filmpremiere von Der letzte Tanz hingelegt. Michi Kratz und Niki Prepasser haben sich für Sie unter die Kinobesucher gemischt. Mit der österreichweiten Filmpremiere von Der letzte Tanz, dem besten Film der diesjährigen Diagonale, startete das Brucker Kino im Kultur- und Kongresszentrum in eine neue Ära. Niveau und Qualität sollen das Kino künftig zum Kulturfilmzentrum der Obersteiermark machen. In Zusammenarbeit mit dem Rechbauer Kino in Graz wird in Bruck ab sofort ein hochwertiges Kulturkinoprogramm geboten. Überzeugen konnten und wollten sich davon bereits bei der Eröffnung zahlreiche Brucker und Bruckerinnen. Das österreichweite Filmpreview, bei dem auch der Regisseur und die Hauptdarstellerin des Films Der letzte Tanz mit dabei waren, sorgten für ein volles Haus und einen fulminanten Start des Kulturkinos. Ich wünsche den ganzen Unternehmungen hier, dass es finanziell tragbar bleiben wird. Denn notwendig ist auch für die wenigen anspruchsvollen Menschen etwas zu bieten. Wenn ich heute in den Reihen herumschaue, hoffe ich, dass diese Menschen, die heute bei der Eröffnung da sind, auch zukünftig bei den Kulturkinos dabei sein werden, bei den Filmen dabei sein werden. Ich bin früher gekommen und ich komme auch jetzt wieder. Ich finde das ungeheuer wichtig und ich freue mich sehr darauf, dass es zustande gekommen ist. Darüber freut sich auch die 87-jährige Hauptdarstellerin Ernie Mangold. Denn dass außerhalb der Hauptstädte ein derart schöner und technisch so gut ausgestatteter Saal als Kulturkino betrieben wird, ist österreichweit einzigartig. Ja, nachdem ich die Geschichte gehört habe von dem Kino, finde ich das schon etwas Besonderes. Es ist ein Arbeiterkino gewesen und ist gegründet worden 1934, war es fertig. Das finde ich einfach faszinierend, dass die gerade, also in der Zeit, wo es einen Crash gegeben hat, haben die das dann weitergebaut, dass sie das fertig bekommen haben, finde ich faszinierend. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr schöne Sache für Bruck und ich hoffe, dass die Leute nicht Angst haben vor dem Wort Kultur, weil sie denken, das ist abgehoben und das soll aber nicht abgehoben sein, sondern ich finde es sehr schön, wenn Österreich Filme drankommen und es gibt sehr viele gute und auch sehr viele spaßige. Und damit das interessante Filmangebot auch genützt wird und sich Freunde des gehobenen Films im Brucker Kino wohlfühlen, setzen die Verantwortlichen auf Niveau und hohe Qualität. Für Cineasten mit dem Wunsch nach mehr bietet das Kino auf Vorbestellung außerdem auch spezielle Genussplätze mit kleinen Gaumenfreuden an. Genuss und Kultur made in Bruck an der Mur. Ich weiß schon, dass Kultur auch ein bisschen eine Schwellenangst bedeutet, aber das muss es eben gelingen abzubauen mit Filmen, die eine Botschaft haben, mit Dokumentarfilmen, die wichtig sind zu Umweltproblemen, was auch immer. Aber Kino ist kein Vortragssaal, Kino ist Unterhaltung. Das bleibt auch unser Credo natürlich. Pures Kinovergnügen für alle Sinne. Mit einer einzigartigen kulturellen Filmauswahl für Cineasten und alle, die es hoffentlich noch werden. Begeisterung und Reiselust, ja, das war den Gästen bei der feierlichen Eröffnung des neuen MVG-Reisebüros in Kapfenberg deutlich ins Gesicht geschrieben. Kaum verwunderlich, denn die neuen Räumlichkeiten überzeugen mit Helligkeit, modernem Design und einer angenehmen Atmosphäre. Modern, stylisch, jung. So präsentiert sich das neue MVG-Reisebüro am Kapfenberger Europaplatz. Völlig neu adaptierte Räumlichkeiten sorgen schon beim ersten Betreten für einen Urlaubswohlfühlfaktor. In angenehmer Atmosphäre lässt das MVG-Reisebüro-Team Urlaubsträume wahr werden. Wir haben ein komplett neues Reisebüro gestaltet. Das war natürlich dringend notwendig, da das alte Reisebüro doch schon zwei Jahrzehnte am Buckel hatte. Und wir wollen einfach unseren Kunden vom ersten Schritt herein ins neue Reisebüro schon Reiseatmosphäre vermitteln, perfekte Beratung vermitteln, was für uns ganz wichtig ist, und vor allem Wohlfühlen vermitteln.
Und aus dem Grund haben wir unser Reisebüro komplett neu umgebaut. Und indem sich die Stadtgemeinde Kapfenberg einen neuen Außenauftritt verordnet hat, verordnet sich auch die MVG einen neuen Außenauftritt. Unsere ganzen Logos werden neu und auch sonst wird sich einiges tun. Und mit dem Umbau des Reisebüros hat man bereits einen ersten großen Schritt gemacht. Investiert wurden dafür rund 140.000 Euro. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Modern gestaltete Räumlichkeiten, die Lust auf mehr. Mehr Reisen machen. Man sollte sich als Kunde ab dem ersten Moment der Urlaubsberatung wohlfühlen und schon auf den Urlaub eingestimmt sein und bei uns kreative Reiseideen abholen und sich wohlfühlen. Wohlfühlen tut man sich im neuen MVG-Reisebüro auf alle Fälle. Unterteilt in drei Bereiche: Fahrkarten, Busvermietung und Reisen und Reisebüro bietet die MVG am Europaplatz alles unter einem modernen neuen Dach. Von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sind die Reisebüro-Mitarbeiter durchgehend im Einsatz, um ihre ganz individuellen Reiseträume zu verwirklichen. Die Konkurrenz ist groß, aber wir scheuen diese Konkurrenz nicht. Die Bevölkerung hält uns bislang die Treue. Und das werden die Kunden bestimmt auch weiterhin tun. Neue schöne Räumlichkeiten, persönliche Beratung, professionelle Planung und kreative Reiseideen. Das MVG Reisebüro bietet alles, was das Reiseherz begehrt. Da fängt die Vorfreude auf den Urlaub schon bei der Buchung im Reisebüro an. Also als Resümee kann man sagen, dass ganz, ganz viele sich eine andere Europäische Union wünschen. Nicht weg aus der EU, nicht abschaffen, sondern eine andere Europäische Union, nämlich eine Union, die nicht nur auf die Großkonzerne und die Großbanken Acht gibt, sondern auf die große Menge von Menschen in Europa Acht gibt. Und da geht es darum, eine soziale Union zu schaffen. Eine Union, die dafür sorgt, dass die Großen wieder zahlen und sich am Gemeinwohl beteiligen. Eine Union, die dafür sorgt, dass wieder Sicherheit im sozialen Sinne da ist, dass wieder Optimismus, dass Zukunftshoffnung für die Menschen da ist. Und wenn man das möchte, dann muss man sozialdemokratisch wählen, dann muss man ja gleichzeitig wählen. Ja, Vorhang auf heißt es nun in unserer Region im Fokus und das nicht nur für die Schirmitzer Theatergänge. Wir waren auch bei der Pressekonferenz des EU-Abgeordneten Jörg Leichtfried mit dabei, haben die Vernissage des Autodidakten Wolfgang Peter Zottler besucht und waren bei der Präsentation von Kapfenberg Goes Ökoprofit. Das Kindertheaterstück Sommerschnee ist ein Balanceakt zwischen Globalität und Intimität, zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. Ein Theaterstück über die großen Kriege und die kleinen Konflikte. Um es mit den Worten der Kinder zu sagen, wäre der Krieg ein Kleidungsstück, dann wäre er wahrscheinlich eine Unterhose mit braunen Streifen. Wäre er ein Tier, wäre er wahrscheinlich ein Schwein. Und wäre er ein Lebensmittel, dann in Form von Spinat mit Brokkoli. Gemeinsam mit der Theaterbaumschere haben 30 Kinder der neuen Mittelschule Kapfenberg-Körner unter dem Pseudonym Schirmitzer Theatergang ihre Sicht der Dinge eindrucksvoll auf die Bühne gebracht. Es geht ein bisschen um Gewalt, es geht ein bisschen um Globalität, vom Kindsein zum Erwachsenwerden. Und das Faszinierende für mich ist, die Schüler werden dort abgeholt, wo sie stehen. Das heißt, jedes Kind kann sich mit all seinen Stärken bei diesem Stück einbringen. Für mich ist das ganz wichtig, denn die Kinder, wie wir sie jetzt an der Schule haben, sind die Erwachsenen der Zukunft. Und je früher sie lernen, mit solchen Themen umzugehen, desto besser können sie sich dann im Erwachsenenleben durchschlagen. Für die Kinder ist das Theater eine ideale Gelegenheit, um sich frei entfalten zu können und Themen, die sie beschäftigen, ganz individuell zum Ausdruck zu bringen.
Der Abgeordnete zum EU-Parlament Jörg Leichtfried lud im Zuge seines Wahlkampfes zu einem Presseempfang im Gasthaus Riegler in Bruck an der Mur. Er stand den Journalisten Rede und Antwort und betonte die Wichtigkeit dieser Europawahl. Weil fast alles, was uns betrifft, eigentlich schon in Europa, wenn man es so nennen will, entschieden wird. Und bei der Wahl kann man das mit beeinflussen, sonst kann man das nicht mit beeinflussen. Leichtfried betonte, dass ihm ein wichtiges Anliegen die Menschen seien, im Speziellen die Chancengleichheit. Es gibt so viele Menschen, die nicht die gleichen Chancen haben wie einige wenige Menschen bei uns. Und ich, Jörg Leichtfried, möchte, dass wieder alle die gleichen Chancen haben. Arbeiterkinder, Migrantenkinder, dass die, denen es nicht so gut geht, die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, offen haben. Dass sie nicht in der Schule diskriminiert werden, nicht beim Arbeitsplatz suchen, nicht in Krankenhäusern, nirgends, das möchte ich. In der Kapfenberger Kunstszene dreht sich derzeit scheinbar alles um eine Farbe. Vergangene Woche wurde die Ausstellung Rot 09 des Kapfenberger Künstlers Wolfgang Peter Zottler mit einer Vernissage im Kulturzentrum feierlich eröffnet. Dabei dominierte ein Farbton. Aber warum? Rot ist eigentlich eine Farbe, die ich nicht gewählt habe. Das ist eine Farbe, die mich gefunden hat. Und an der feile ich. Und das ist mein Bestreben, also das weiterzusetzen. Über 60 Werke Zottlers zieren noch bis zum 26. Juni die Wände des Kulturzentrums. Zahlreiche Kunstinteressierte nützten die Gelegenheit, sich ein Bild seines Schaffens zu machen. Das große Interesse zeigt, dass Kunst in Kapfenberg einen hohen Stellenwert hat. Ich möchte mich bei der ganzen Stadtgemeinde bedanken. Es ist ein herrlicher Ausstellungsraum und es ist einfach super. Die Motivationsgründe sind vielschichtig. Steigende Energie- und Rohstoffpreise, die Positionierung als nachhaltig agierendes Unternehmen oder aber auch das Interesse am Thema selbst. An Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gibt es künftig kein Vorbeikommen mehr. Das heißt, während der Arbeit, während der verschiedenen Prozesse, auch den vorsorgenden Umweltschutz mit einzubedenken und mit dem langfristigen Ziel natürlich auch Kosten einzusparen. Für die Stadt Kapfenberg ist Ökoprofit ein Projekt, das perfekt zum neuen Image als Wohlfühlregion passt. So wie auch die Stadtgemeinde viele Maßnahmen umsetzt, um sich hier wohlzufühlen, so setzen jetzt beispielhaft 6 Unternehmen ebenfalls Maßnahmen um. Und die Umwelt hat ja keine Stadtgrenzen, sie hat auch keine Regionsgrenzen. Und ich glaube, wenn alle anpacken, dann werden wir uns auch wohlfühlen. Auch die Stadtwerke Kapfenberg beteiligen sich an diesem Öko-Programm, das weltweit bereits mehr als 4000 Betriebe umfasst. Wir haben Bestandaufnahmen gemacht und wobei wir das Sonnenhaus haben und wir wirklich sehr innovativ unterwegs sind, haben wir natürlich gemerkt, dass wir auch bei uns in unserem Haus, im Stadtwerkehaus, bei unserem Eigenverbrauch, sei es jetzt Strom oder Wärmeverbrauch oder auch zum Beispiel Kopierpapier, dass wir einiges tun können. Und da haben wir vor, in den nächsten Jahren, beziehungsweise heuer schon beginnend in den nächsten Jahren, einiges einzusparen, ganz konkret 10% der Maßnahmen. Die Zukunft beginnt jetzt. Diese 6 Betriebe der Region Kapfenberg setzen mit Ökoprofit ein Zeichen und sollen zugleich auch Vorbildwirkung für weitere Betriebe der Region haben. Seit nunmehr 18 Jahren sorgen Nick Pichler und sein Team von IFCS dafür, dass man in Kapfenberg große Fußballclubs und Teams hautnah erleben kann. Auch in diesem Jahr organisierte das International Football Camp Styria wieder ein absolutes Topspiel. Rund 1500 Freunde des Fußballsports verfolgten das WM-Vorbereitungsspiel Iran gegen Weißrussland. Niki Prepasser und Christian Ecker waren für HW TV vor Ort. Bei der WM in Brasilien trifft der Iran auf Nigeria, Argentinien und Bosnien-Herzegowina. Das Trainingslager davor halten die Iraner in Bad Waltersdorf und Stegersbach ab.
Um sich bestmöglich auf die FIFA-Fußball-WM 2014 in Brasilien vorzubereiten, wurde bereits fleißig trainiert. Auch ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Nationalelf von Weißrussland stand dieser Tage auf dem WM-Trainingsplan. Federführend dafür zeigte sich das International Football Team Styria. Wenn ich denke, wir haben 96 da mit AS Rom begonnen, sind ein bisschen belächelt worden. Mittlerweile haben wir 310 Trainingslager veranstaltet in der Steiermark, mittlerweile auch im Burgenland. Und ja, wir sind gut etabliert und haben international einen sehr guten Ruf und sie arbeiten können und darauf sind wir eigentlich schon stolz. Mit im IFCS-Team von Nick Bichler ist auch der Halbiraner Martin Valisade. Obwohl er mittlerweile schon sehr viele Camps und Spiele organisiert hat, ist eine Zusammenarbeit mit der iranischen Nationalelf für ihn doch etwas ganz Besonderes. Selbstverständlich. Erstens mal bin ich halb Perser, halb Iraner. Und zum anderen ist es immer wieder eine sehr schöne Gelegenheit, mit den Landsleuten in Kontakt zu treten und für Iran etwas organisieren zu dürfen. Die Begegnung endete zwar mit einem 0:0 Unentschieden, Martin Valisade zählt dennoch auf sein Team. Die WM-Favoritentipps der Fußballprofis. Natürlich der Iran. Diesmal wird es das erste Mal sein, dass in Südamerika eine europäische Mannschaft gewinnt. Ich denke, die Deutschen werden stark genug sein. Rockmusik vom Feinsten wird den Besuchern am 30. Mai in der Exil Music Bar geboten. Das Quartett rund um Sängerin Julia Schubatzky begeistert mit melodischen Gitarrensounds und Eigeninterpretationen von berühmter Filmmusik. Beginn ist um 21 Uhr. Karten erhalten Sie in der Exil Music Bar. Du bist eine talentierte Sängerin oder ein Sänger? Bis einschließlich 24. Mai kann man sich noch für den Musikwettbewerb Leoben sucht den Nachwuchsstar bewerben. Und so funktioniert's. Einfach die Website www.nachwuchsstar.com besuchen und zwei Demos hochladen. Durch Likes und die Bewertung einer Jury wird entschieden, wer zum Casting am 14. und 15. Juni eingeladen wird. Das Musikprojekt Yuka versprüht Energie und Lebensfreude. Das Ensemble besteht aus insgesamt 10 Musikern aus Österreich und Afrika. Für ihren Auftritt im Spielraum Kapfenberg haben sie sich mit der Band Insi Gizi aus Simbabwe sowie Mamadou Diabete aus Burkina Faso verstärkt. Eine interessante Mischung, die sich hören lassen kann. Das Konzert findet am 6. Juni ab 18.30 Uhr statt. Karten erhalten Sie im Kulturzentrum unter der Nummer 03862 22 501 1608. Bella Italia zu Gast am Kapfenberger Hauptplatz. Unter dem Motto Buongiorno findet von 6. bis 9. Juni ein italienischer Markt im Herzen Kapfenbergs statt. Zahlreiche Schmankerln werden angeboten. Als zusätzliches Zuckerl gibt es für die Besucher am Abend italienische Live-Musik. Der Markt hat am 6. und 7. Juni jeweils von 9 bis 23 Uhr sowie am 8. und 9. Juni bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Pinocchio und der Flötenspieler. Unter diesem Titel findet am 13. Juni um 19.30 Uhr im Hotel Böhlerstern im Rahmen der Orchesterkonzerte ein Musikmärchen statt. Unter der Leitung von Helmut Draxler wird die Geschichte vom Erzähler Robert Finster Jr. vom Symphonischen Orchester Kapfenberg musikalisch untermalt. Karten erhalten Sie im Kulturzentrum unter der Nummer 03862 22 501 1608. Stunden und 37 Minuten haben Robert Rosskogler ins Guinness-Buch der Rekorde gebracht. Das war 1982 und zwar der Weltrekord im Dauerjodeln. Aber dass der Krieglacher nicht nur jodeln, sondern auch ausgezeichnet Harmonika spielen kann, ja, das hat er unserem Steiner Franz bei ihrem Zusammentreffen bewiesen. Gute Unterhaltung und viel Spaß beim Mitjodeln. Io darei un dio
geht er noch wie in der guten Jugendzeit beim Robert Roskogler. Nicht jeder Steirer steht drinnen im Guinness-Buch der Rekorde. Ne? Da liegt es bei uns. Wenn jeder drei Steirer. Ja, aber es gibt schon einige Steirer, die da drinnen verzeichnet sind. Lieber Robert Roskogler, du bist als Meisterjodler bekannt geworden. Ja, Weltrekordjodler. Das ist noch mehr. Das ist ja, überhaupt über dem Jodler kann so ich nicht drüber. 1983, du hast mir es eh schon hergerichtet, damit ich es gleich finde. Wenn ich reinschaue, 2. 15. März 1982, neuer Rekord im Dauerjodeln, das war's. Ein Wahnsinn. Wie lange hast du gejodelt? 14 Stunden 37 Minuten. Das geht so von sich, es wird 60 Minuten ununterbrochen gejodelt, kein Text gesungen, sondern nur gejodelt. Dann gibt es 5 Minuten die berühmte Pause für alle möglichen Sachen. Ja, wischeln gerne mal. Ja, und dann wieder 60 Minuten. Nicht? Und in den 60 Minuten darf man nie aussetzen. Und da habe ich gewechselt. Nicht? Die Blabu-Jodler, Zungenschlag-Jodler, die gesungenen Jodler, immer so auf und nieder. Das mit der Harmonika, das war für mich eigentlich ein Zug, ob ich kann sagen, weil man sich leichter tut beim Einsteigen, wenn man sich anhalten kann an Ton. Nicht? Weil schlimm war ja das nachher, sage ich mal, nach 10 Stunden ist problematisch geworden, nach der Pause ist anfangen. Ich habe dann die letzten 2 Stunden und 37 Minuten keine Pause gemacht, die habe ich durchgejodelt. Weil ich mich nicht mehr, ich habe gewusst, wenn ich es aufhöre, das musst du dir so vorstellen, du gehst auf die Alm und da oben ziehst du die Schuhe aus, dann schwellen die Füße an, sagst du, und sowas mit den Stimmbändern. Und dann kannst du fast nicht mehr anfangen und nicht mehr einsteigen. Nicht? Und darum habe ich dann durchgemacht, habe mir gedacht, solange es geht, tue ich. Und wo hat der Bewerb stattgefunden? In Kapfenberg, in Altstadtstüberl. Vor Publikum? War den ganzen Tag immer Publikum. Es hat um 6 in der Früh angefangen. Auch sehr viel Neider, die gesagt haben, jetzt fangen wir zum Spinnen an, weil das kannst du nie aushalten, weil der alte Rekord war 10 Stunden und 15 Minuten. Yeah. Und man denkt, ey, will ich aber nicht nur um 10 Minuten schlagen, weil der Nächste, wenn er es probiert, soll das schwerer haben. Und anscheinend hat es keiner mehr probiert, das sind nicht ins Black, wenn die Geschichte. Also ein Jodel-Akrobat bist du damals gewesen, immer noch, muss ich sagen, und als solcher muss man auch üben. Ne? Der Boxer muss auch üben, ein Sportler muss üben und ein Sänger muss seine Muskeln, die er da drin hat, die Stimmbandeln, auch trainieren. Ja, es ist so, wir haben ja 20 Jahre im Duo gespielt, die Jodlervagabund, der wie 1978 gegründet. Und da haben wir wirklich nur vom Jodeln gelebt, kannst du sagen, nicht? Im Duo, Gitarre, Harmonika und Jodeln und Singen, nicht? Und jetzt habe ich zwar Slowener seit der Zeit dabei und ich bin auch ein Anhänger der Oberkreiner Musik und Genre Sachen auch, also nicht nur Jodeln. Ein bisschen Unterhaltungs- und Tanzmusik. Bravour-Jodeln. Ja. Wie funktioniert das? Worauf kommst du an? Ja, das ist eigentlich ein Zusammenspiel, man kann sagen, mit Zunge, Gaumen, Kehlkopf, Kopfstimme, Volumen, Bruststimme zum Kopfstimme, Bruststimme, Teil. Aber hauptsächlich Falsett, nicht? Bruststimme, Kopfstimme. Ja. Und da jodelt man dann. Ja. Das ist mehr aber die gesungenen Jodler gefragt, nicht? Aber der Bravour-Jodler selber kommt eigentlich schon hauptsächlich von der Zunge, die Form und Gaumen und auch ein bisschen mit dem Körper. Der Zungenschlag, wie die Nachtigall. Ja. Kannst du das einmal vorführen? Wie geht das? Ja, so eine Übungseinheit. Ich mach das. Ja, wenn man. Ja, unglaublich. Allein von der Luft her, du hast einmal nur geatmet, ist mir aufgefallen. Du hast wie eine Orgel. Ja, man muss genau erwischen, die Atemtechnik. Immer passt nicht. Du hast da an der Wand ein paar wunderschöne, da hinten links, wenn du aufschaust, Guinness Buch der Rekorde. Ja, das ist der zweite Weltrekord, was ich gemacht habe. Ja. Weil man sollte niemals nie sagen, nicht? Weil ich ja als Alleinunterhalter auch unterwegs bin, nicht? Mit der Musik. Und da haben sie eben, hat es noch keinen gegeben mit Weltrekord als Alleinunterhalter. Das hast du auch gemacht? Und das habe ich dann gemacht, eh da bei uns, im Gasthaus von meiner Frau, und zwar 24 Stunden, auch wieder 60 Minuten und 5 Minuten Pause. Aber damals bei dem Weltrekord, da habe ich
354 verschiedene Witze erzählt, das ist alles genau registriert, niedergeschrieben, wie viele Jodler, wie viele Lieder, weiß ich nicht mehr, auf mehrere Instrumente, ich spiele ein Knopfakkordeon, Gitarre, immer angewechselt. Nicht? Aber da hab ich habe am Samstag angefangen um 9 Uhr Vormittag, bis am nächsten, also Freitag um 9 Uhr Vormittag bis am Samstag um 9 Uhr Vormittag. Wenn ich auf die Nacht angefangen hätte, wäre es in der Nacht leichter gewesen. So habe ich es den ganzen Tag gemacht und war auf die Nacht charmiert, wie die Nacht gekommen ist. Nicht? Aber ich hab das durchgehalten. Ja, Wahnsinn, wie viele Witze hast du gesagt? 354. 287. Jetzt hörst du nochmal. Der 287. Wieso weißt du das genau? Ja, das ist mir jetzt eingefallen. Das ist ein Witz und der ist genau auf dich zugeschnitten. Ja. Als ehemaliger Radiomann. Ja. Du kannst dich erinnern, in deiner Zeit, wie du angefangen hast auch damals, da hat es ja die großen Lernradio noch gegeben. Ja, ja, Und da waren eben, wir sagen, wir haben jetzt alle sagen, Seitensteirer, die Jogler herrennt und haben bei uns in Kapfenberg, Böllern da gearbeitet und die ganze Woche im Burschenzimmer gewohnt, nicht? Und weil es so fad war, Fernseher hat es damals keinen gegeben, haben sie sich so ein Radio gekauft und haben auf die Nacht halt Radio gekocht. Und um 10 Uhr sagt der eine, du, ich habe morgen Frühschicht, ich gehe schlafen, kannst den aber ein Radio hochen, aber nicht zu laut, damit dass ich schlafen kann. Ja, passt, der legt sich nieder, schläft gleich, der andere sitzt, los die Musik, Steiner Franz haben sie auch damals noch auf und so gebracht. Und musst du dir vorstellen, die haben mich nur bis 12 Uhr gesehen früher. Nachher war ja nichts mehr, nicht? Um 2 in der Früh wird der andere im Unter, sitzt der eine noch immer so vor dem Radio und tut so. Sagt der eine, hey du Depp, du, der hat mich schon lange aufgehört von Spielen. Sagt er, weiß ich, aber es muss noch immer wer da sein, was Licht noch bebringt. Ja, da war ich bei der Rundfunk damals, wie du die Witz erzählt hast. Super. Ja. Und die sind heute noch abrufbar. Wenn ich sage, 210 war es sofort, den Witz Nummer 8, das kannst du sofort abrufen. Hast du gespeichert im Hinterkopf? Irgendwo, ja. Du, ich habe da hinten gesehen, eine ganze Reihe von Pokalen auch da oben an der Wand. Da hast du ja, da habe ich die Pokale haben, und zwar eben von Weltrekord, dann habe ich einmal das goldene Mikrofon gekriegt, einmal, weil ich Radio gemacht habe für ein Privatcenter, habe ich zwei verschiedene Center gehabt. Und es sind eigentlich alles Präsente, was ich irgendwo bei Wettbewerben gewonnen habe. Das sind, glaube ich, ein viel dekorierter Mann. Du warst zuerst Tischler ausgesagt, dann warst Raupenfahrer auch zwischendurch einmal, Fernfahrer, die ganze Welt abgekommen und mehrfacher Weltmeister, Jodlermeister, Harmonikameister, 2009 hast du mir erzählt. Bei der Harmonika-Weltmeisterschaft, ja, das ist die Auszeichnung dazu. Auf das bin ich besonders stolz, weil da treten ja Leute auf dem Konservatorium, lauter gestudiert und so. Und die habe eigentlich Harmoniespielen von meinem Vater gelernt und von mir selber. Und in meiner Altersklasse bin ich da Dritter geworden. Mit Wechselpass natürlich damals schon 2009. Und zweistimmig auf der Diskantseite. Ja, wir können da eine kleine Kostprobe machen. Zum Schluss, für unsere Zuhörer, ganz im Speziellen. Highway TV, Herrn selber gestrickten. Ja. Vom Robert Groß, Bürgermeister. Erst Punkrock, dann Contact High. So könnte man kurz zusammengefasst die Entstehungsgeschichte jener Band beschreiben, die Niki Prepasser im Dachbodentheater getroffen hat. Und jetzt heißt es einfach Happy Peppy Indie Rock, das Leben ist schön. Aber es darf auch durchaus ein bisschen lauter werden. Lassen Sie sich überraschen in unserem Rockblock. Diesmal bin ich zu Gast im Highway TV Rockblock, die Band Contact High. Vier junge Herren, die vor gut 5 Jahren dem Punkrock entwachsen sind, damals nicht so recht gewusst haben, was sie mit ihrer Zeit, ihrem Leben, ihrem Geld anfangen sollten. Daraus resultierend die Band Contact High gegründet haben. Ich freue mich, dass ich euch im Rockblock begrüßen darf. Erzählt es einmal so ein bisschen. Wie habt ihr euch damals gefunden? Was für eine Lebensphase habt ihr da durchgemacht? Wie seid ihr zusammengewürfelt? Ja, also eben 2006 oder so haben der David und sie uns zusammengefunden und haben quasi Punkrock mehr oder weniger gespielt. Dann ist uns das irgendwann blöd worden, dann hat sich das verlaufen und dann ist eben Contact High entstanden, so um 2009 herum glaube ich, damals noch
in anderer Besetzung, da haben wir es noch E-Bass gespielt und der David Gitarren gesungen und dann Schlagzeug dabei gehabt. Das hat sich dann auch verlaufen, dann sind wir überhaupt nach Graz übersiedelt. Dort haben wir dann einige Gitarristen verschlissen. Dann haben wir eben gesagt, nein, mit Gitarristen wird es nichts, wir kennen einen guten Bassisten in Wolfgang. Den haben wir dann gefragt, ob er mitmachen will. Dann habe eben ich zum Gitarrespielen angefangen. Und dann haben wir in der Besetzung mit unserem damaligen Schlagzeuger eh 2,5 Jahre, glaube ich, zusammengespielt, haben eine EP zusammen aufgenommen, den, was wir letzten Oktober präsentiert haben in Graz unten. Dann hat der Schlagzeuger gesagt, nein, ich mag auch nicht mehr. Und dann haben wir uns eben wieder auf die Suche begeben, haben uns dann eigentlich den Besten in der Region gesucht, der noch dazu familiär irgendwie verbandelt ist. Also alles der nicht nachsagen hat keiner. Genau. Gerne, dann kennen wir schon, vierter Rockblock. Genau. Das muss ich anmerken. Ja, und jetzt sind wir da. Schön, dass das jetzt. Du hast es erwähnt, im Oktober habt ihr EP veröffentlicht. Was habt ihr so ein bisschen draufgepackt? Was macht ihr für Musik? Wir machen Indie-Rock, mehr oder weniger, also mit verschiedenen Einflüssen. Es geht von eben diesem schönen, das Leben ist schön, Happy Peppy Indie-Rock bis zu ein bisschen die härtere Schiene jetzt inzwischen auch schon, mit lauten Gitarren halt immer. Und wir machen eigentlich das, was uns gerade einfällt. Wer inspiriert euch das ein bisschen zur Musik? Habt ihr irgendwie Vorbilder? Vorbilder? Ja, eben diese 2000er Indie-Rock-Schiene, so Strokes, frühe Kings of Leon, Hives und auch alles Mögliche. Also es kommt viel zusammen. Eine bunte Mischung. Ihr schreibt eure Texte selbst. Wer schreibt sie? Jetzt können wir mal plaudern. Wo holst du dafür die Inspiration? Kommen die Texte aus dem Leben? Geschichten, die ihr erlebt habt oder gerne erleben würdet? Schwer. Nein, also es ist eher nicht so diese Alltagserzählweise, sondern es ist meistens eher was, womit man sich vielleicht beschäftigt und sich anderweitig nicht ausdrücken kann. Also das ist jetzt nicht was man im Wirtshaus vielleicht miteinander besprechen würde und das findet dann dafür den Weg halt in die Texte. Also wenn es, so, genau, so Sozialkritik sowieso. Sozialkritik immer. Okay, das heißt, nochmal zum Album, wie heißt's? Was habt ihr da drauf? Wie viele Lieder sind drauf? Ja, On the Run heißt es, nach der ersten Nummer. Wir haben insgesamt 5 Nummern aufgenommen, im April schon. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis wir das alles, weil man es alles selbst, also der David selbst gemischt hat und das Ganze in Eigenproduktion mehr oder weniger entstanden ist. Wobei das eigentlich schon fast wieder älteres Material ist, das was wir einfach mal in einer CD-Form präsentieren wollten. Und jetzt waren wir schon wieder 2-mal im Studio in Wien draußen und haben wieder einige Nummern aufgenommen, die was wir jetzt dann bald mal präsentieren werden und wo wir dann heute noch eine Nummer davon spielen werden. Wenn man jetzt die alte EP haben will, kann man die käuflich erwerben? Wo bekommt man die her? Ja, also ein paar Stückel haben wir noch. Bei uns prinzipiell erhältlich oder einfach auf Facebook uns anschreiben und dann werden wir irgendwas arrangieren, wie man das dann... Band-E-Mail-Kontakt. Genau. Band-E-Mail-Kontakt auf der Facebook-Seite. Außerdem gibt es das auch gratis zum Anhören auf unserer Soundcloud-Seite, da steht das ganze Ding auch oben. Gut zu wissen. Jetzt noch kurz auf den Namen Contact High. Man kennt den Film, man kennt den Ausdruck. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? War der Tina Turner Song. Ja, der großartige Song aus den 70ern. weil Tina Turner ein wichtiger Punkt in unserem Leben ist. Weil das, mein erstes Konzert war pränatal. Also meine Mutter war im 8. Monat schwanger, wie sie mit mir im Bauch noch beim Tina Turner Konzert war. Und deshalb hat das einen ganz besonderen Platz für mich. Und deshalb Icon Tina Turner. Okay. Selbstverständlich frei erfunden, aber das macht nichts. Wir glauben euch das jetzt, wir lassen das im Raum stehen. Abschließende Frage, was bekommen wir heute von euch zu hören? Habt ihr euch schon was überlegt? Ja, eben eine von den neuen Nummern, die was wir aufgenommen haben jetzt in Wien, die erste mit Orgel, weil wir haben uns nämlich eingebildet, dass wir unbedingt eine Orgel brauchen und jetzt müssen wir es natürlich auch einbauen dementsprechend und Dress for Fun heißt die Nummer und ich glaube, es ist gut geworden. Hören wir uns jetzt mal an, viel Spaß!
Mit dem Rockblock endet leider auch schon wieder die Sendung für diese Woche. Mehr von HWTV gibt's zu sehen schon bald ab kommender Woche, ab dem 28. Mai. Da gibt es wieder Spannendes, Interessantes aus Ihrer Region, aus der Obersteiermark. Ich freue mich jetzt schon wieder auf ein Wiedersehen und wünsche Ihnen eine angenehme und sonnige Woche.